Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Nordfriesischen Marsch. Wir haben jetzt begonnen mit der Aussaat Mohn auf Feld 1. Mischgetreide, Hirse und eins mal noch, Dinkel. Noch nicht reif, beziehungsweise noch nicht gewachsen. Dinkel schon, aber alles andere ist noch nicht so weit. Aktuell pressen wir noch Silageballen auf der Wiese Nummer 27. Da werden wir gleich hinspringen, wir müssen noch die Ballen sammeln. Die Ballen wollen ins Lager. So, wir haben hier noch ein paar rauf, viele Stück. Wir müssen sogar beeilen. Damit es nachher noch reibungslos die Anrichtung nehmen kann. Die Wiesen würde ich eigentlich pflügen. So, einen noch. Das heißt jetzt mit Vollgas Richtung BGH. Die entsorgen. Eier suchen wollte ich eigentlich, das schaffe ich gar nicht. Da war gar keine Zeit für sowas. Könnt ihr auch blind hinschreiben und 50 Eier gefunden. Ne? Und wenn dann die Frage kommt, wo noch eine Hühnerfarm? Das ist auch eine Möglichkeit. Ne? Ich meine, gut, wo wird man die Eier am besten verstecken? Am besten auf dem eigenen Hof. Ne? Hier sehe ich keine zum Beispiel. Müsste ja auch große sein. So, vorne. Bin sehr gespannt. Müsste eigentlich richtig Batzen Geld geben. Eigentlich. Das Ding bald voll ist, sieht bald so aus. Das heißt auf gut Deutsch, wir werden mal so einen Güllewagen kaufen können und müssen dürfen. Und da könnten wir Feld 2 locker mit düngen bei der ersten Stufe. So, und beeilen, dafür ist das andere. Der Grasfuß zieht nicht hier Probleme kriegt, ne? So, vorne. So. Staub. Trocken. Ja, trocken. Übrigens trocken. Ich hatte noch nicht einen Tag, ich hatte noch nicht einen Tropfen Regen. Das ist ein Ding. Nicht einmal Regen gehabt. Seit mehreren Wochen, Tagen, keine Ahnung. Stört mich nicht, ne? Das arbeitet sich auch besser. Die Ernte läuft, keine Probleme. Aber normales Ding. Bei allen hat es geregnet ohne Ende und bei mir nicht ein bisschen. Aber das mit der BGH, mit dem Geld, das lüften wir noch. Da. Wenn die Folge zu Ende ist, wird geschlafen.
dann ist die Zeit auch drinne. Müsste eigentlich ganz gut gehen. So. Blocking Mond, das ist immer faul. Nicht gut. Da muss ich eingreifen. Dieser blöde Zaun. Wer wohnt da? Freie Felder für freie Bürger. So, muss aufpassen hier. Erster Wegpunkt. Katastrophe. Gut, das klappt nicht. Na gut, da müssen wir halt nacharbeiten. Ich wollte mal schauen. Jetzt muss ich mir für LKW. Aber jetzt geht es nämlich hoch und runter, quer. Den holen wir später. Ja, haben schon gedacht. 10,50 war das, der 10,50 ist auch unser Fan hier. Ja, die dusseligen Bäume. Ah. Ja, die werde ich wohl fällen müssen. Ballen wegnehmen hier. Es könnte sein, Probleme gibt. Ich wollte eigentlich noch heute die Wiese fertig machen. Mal kurz gucken. Ganz gut aus. Eine Wand da wäre, man könnte trotzdem flachen gehen. Ja, ein Wenderadio ist dafür, das ist Wahnsinn. Das heißt, Probleme drin. Das. Ich würde mal was probieren. Den normalen Helfer nehmen. Ob das klappt, weiß ich nicht. Ganz kurz den wegnehmen. Hier anfängt, Helfer zu arbeiten.
Alter, das ist irgendwie total. Soll ich nach vorne stellen? Ja, der geht nicht. Alter, geht nicht. Gut. Aber hinten noch hinten aufladen. Mal probieren. Ist egal. Muss ich halt dabei bleiben. Ist halt so. Das mache ich mehr vorgewendet, das ist auch blöd. Ich weiß gar nicht, wieso er unbedingt zu den Bäumen will. Katastrophe. Hänger wegfahren. Ärgerlich. Aber was soll man es befürchten? Ne? Wie ist das denn ungünstig? Ansonsten muss ich mir alles einfach lassen, dass ich hier Frucht reinbringe. Dann ist das ja wurscht. Der Drescher kommt eben besser mit klar als der beim Mähen. Ist halt so. Wächst auch schon. Wie immer. Mache ich jetzt hier weiter, oder? Ja, gut. LKW, nee, aber nicht. Ja, da kein Zweck, der ist. Bäume wegnehmen und kurz schnell mit Onyx. Den nicht. Den da. Sehr ungünstig, ne? Zeit. Jedenfalls wird hier Ende der Folge nicht schlafen gelegt. Ich will sowieso flügen. Von daher ist es egal. Sind wir heute fertig wieder nicht. Weil ich wissen will, was BGH bringt. Wir haben wieder zwei Hänger reingefahren noch. Letzte Woche gemacht habe, weiß ich nicht mehr genau. Der hat so einen großen Wenderadius, was kann ich wieso?
nicht an diesem blöden Schuppen da. Dadurch ist das so kompliziert. Wendekreis. Havelsbreite. Hier probieren, was kann man mal tun. Na, da will er mal. Nee, nicht da lang. Zeit. Ja. Halb achte. Die Ausfahrt läuft ja auch noch. Das sollte eigentlich auch mit durch sein normalerweise. Besser ist, vom Plan gehen. Bis wieder zwei Nachtzugstufen. Also Gras kommt ja nicht mehr rein. Das macht sie nicht gut. Hier werde ich umflügen, dann entsprechend was anderes reinbringen. Weil der Aufwand nicht so groß ist. Das haben wir schon fertig mit dem Boden. Ja, das bei. Und das nur noch fertig machen, und das ist auch nichts. Vorher können wir nicht schlafen gehen. Wir mal eingreifen. Enge Felder mag er nicht. Unbedingt die Runde fahren. Zeit hat er immer keine Angst. Kann doch gar nicht. So, meine lieben Freunde der Landschaft, das ist schon wieder die Zeit dran. Ich sag mal, ja, würde mich freuen über ein Like. Abo wäre auch schön. Ansonsten würde ich mich freuen auf ein Wiedersehen. Dann sage ich mal Tschüss und winke winke. Bis zum nächsten Mal. Ciao.